Hallo und herzlich miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weideack, den Demiriaks aus dem Mittelfranken. Wir räumen mal unseren zukünftigen Esstisch und die Eckbank weg. Herrlichstes Frosty Weather. Das nutzen wir jetzt noch. Heute ist Dienstag. Ich will das noch schnell in Anführungszeichen verräumen, weil jetzt fängt es dann wieder es Ränger an. Und lege plus gerade immer doch da über die Wiesen drüber und naja, ist dann schöner, wenn es ein wenig frostet ist. Jo, da liegen die zwei Burschen, einmal der kleinere 11,80 lang und da drüben 14 Meter. Ich muss noch mal kurz darauf eingehen, auf meine wunderbare Felltechnik, den Herzschnitt vom letzten Mal, weil ich viele Kommentare gekriegt habe. Ja, zugegeben, das war für mich ein Lernen. Ich habe das erste Mal so einen Herzschnitt gemacht. Ich war nervös, das war die Eiche. Da gab es ganz viele Dinge zu verbessern bei diesen Fällen, dass ich da gefilmt habe. Trotzdem kam das öfter in der Kommentar, dass dieser Herzschnitt doch dann eingesetzt wird, wenn es überstarke Bäume sind, beziehungsweise das Schwert nicht die Hälfte des Durchmessers hat, des Stammdurchmessers, also ich quasi nicht durchkomme mit dem Schwert beim Fällen, beim Fellschnitt. Vollkommen richtig, ja, habe ich vielleicht vergessen dazu zu sagen, dass man es da auch nehmen kann, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass ein Herzschnitt auch dafür da ist, um das Ausreißen des Kerns bei gefährdeten Bäumen zu verhindern. Ne? Ja, das ist, glaube ich, da gibt es keinerlei zwei Meinungen, also das ist so, das wird auch so gelehrt, dass dieser Herzschnitt auch dafür da ist. Ne? Gut, jetzt wollen wir die auftrennen, sag ich schon. Jetzt wollen wir die mal ablenken. Und ich schau mal, was ich jetzt dann mache. Ich messe jetzt nur mal genauestens aus, dann beziehungsweise ich werde natürlich schauen, dass ich, sieht man das hier? Hier habe ich sowohl in der Richtung einen Knick, als auch in der, dass ich schon versuche, den hier zu kappen. Das sieht aber ganz gut aus, dass das fast 3 Meter sein könnten. Denn 3 Meter ist das Maximum, was ich haben will. Man weiß ja nie, was man mal draus macht. Oftmals. Hier weiß ich es jetzt zum Großteil schon, dass ich da halt Eckbank und Esstisch draus machen will. Da ist Maximum 3 Meter. Also nicht vom fertigen Stück, sondern was ich dann wirklich als Rohmaterial brauche. Deshalb maximal 3 Meter. Minimal, ja, 2,50. Aber klar, ich hätte jetzt auch 4 oder 5 Meter machen können. Wer weiß, was man daraus baut. Aber ganz ehrlich, dann, wenn es um Thema Lagerung, Handling, Sägen, bin ich mit 3 Meter besser bedient. Und der Großteil, denke ich, geht da eh schon drauf. Das heißt, das sind dann nur noch kleine Stücke. Und woher soll ich wissen, wie viel ich dann wirklich für was brauche? Das kann ich nicht exakt sagen. Und jetzt sage ich jetzt mal 5 Stückler 3 Meter. Und 6. Mal 4 Meter, ja, das hätte ich vielleicht auch in 3 Meter braucht, dann haben wir einen Meterverschnitt. Auch Scheiße. Na? Gut, dann legen wir mal los, dann fangen wir mal das Messen an. Ich markiere mir erst einmal ein bisschen vor, um mir einen Überblick zu verschaffen von dem ganzen Baum. Und dann lassen wir durch, laden wir auf und dann wird er oben bei der Sicht abgeladen. Hier haben wir jetzt ja noch dann die fast 30 cm, die hier ausgerissen ist, eben aus dem Kern raus. Aber ja. Gut. Na gucken wir mal, was haben wir jetzt hier bei dem Knick? Ah, schau her, 3 Meter, hä? Das passt ja perfekt. Dann messen wir jetzt nochmal exakt, ich glaube 11,80 waren es. Das heißt, ich werde tatsächlich, genau, also da mache ich jetzt mal die 3 Meter durch und dann habe ich am Ende halt vielleicht das dünne Ding 2,80. Das ist mir dann bei dem wurscht. Aber die starken schaue ich, dass ich bei 3 habe. Ja. Dann haben wir hier 3. Hier 6,
nochmal ein wenig Knicki drin. Na komm. Ja, und dann ist Schluss, ne? Schauen wir mal, dann hätten wir das und das Stück. Schaut gut aus. Und das und das. Lassen wir jetzt gleich so. Aber wie gesagt, dann vermessen wir gleich noch den anderen. Dann bleiben wir gleich bei der Arbeit. Und dann. Das schaut jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Weil wir hier eben dieses blöde Stück da haben. Ja, und dann geht er sogar da wieder ein wenig hoch. Also, es ist allgemein nicht schön. Jetzt messe ich es aber mal aus. Ob es überhaupt einen Sinn macht, vorne das Stück hier wegzunehmen, weil da hinten geht es eigentlich gleich wieder weiter. Wie sieht es in der Richtung aus? Da schaut er eigentlich nicht schlecht aus, da macht er dann da vorne einen Knick. Spätestens hier macht er Kurven. Da müssen wir dann wieder, was haben wir da? Ja, fast 6 Meter, das passt eigentlich. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Das muss man doch machen. Aber 14 Meter. 14 Meter, das heißt 2 Meter können wir vorne erlauben. Mal schauen, was wir machen. Was passiert, wenn jetzt hier 2 Meter ist schon wieder lang. Na, das ist mir eigentlich zu lang. Was kommt noch da raus? 1,50, das ist ja auch scheiße. Das mache ich hier. Hier wird gekappt. Doch, das passt mir, die 2 Meter. Dann haben wir hier 2 Meter. Da kann man dann vielleicht für die Eckbank wieder was machen. Dann messen wir mal weiter, wie es weitergehen würde. Dann haben wir hier 5 Meter. Meter. Na, mal 11 Meter. Ui, klingt ja auch nicht gut. Na, haben wir da 14 Meter. Also da noch ein bisschen länger. So, jetzt schauen wir mal die einzelnen Abschnitte an. Das passt. Dann haben wir hier den Abschnitt, wo ist hier die Zeichnung? Das ist hier. Das passt mir auch. Dann haben wir hier zu da. Auch gut. Ich glaube, das ist eine sehr gute Aufteilung. So machen wir das. Dann wird er hier gesagt, dann habe ich hier 2 Meter. Dann haben wir vielleicht dicke Stücke für andere Sachen machen. Gut, dann holen wir Zach, beziehungsweise sehe ich ihn jetzt mal ein bisschen ein, schau, was ich hinkriege. Und den Rest muss ich dann mit dem Rückgewagen vielleicht noch mal ein bisschen anlupfen. We'll be right back.
Gut, da sind sie alle durch. Meida. Das ist was anderes, wenn du zu Eichen sägst. Und da meinst du, deine Ketten ist stumpf, aber die ist halt durch die Fichten wird es durchgewippt, oder? So, und dann laden wir mal auf. Und da die Stücke hole ich später noch. Das ist, wie gesagt, einmal das sollte ich mal irgendwelche Zaunpfosten oder Kleinreste oder sonst irgendwas. So. Die Ach. So schön. Ah, freue ich mich, dich aufzusägen. Ja? Yeah. Ja, unser Liechel. Schön, 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 schön. Die Eiche liegt. Abtransportiert. Auch ich kann euch auch noch was anderes zeigen. Das hat der liebe Vincent gesagt. Esche und Erle. Oh, wunderschön. Ah, oh, schön. Toll, toll, toll. Aber lieber Vincent, hier nicht eingestrichen mit Ankersäul oder irgendeinem Mittele, dass das nicht reißt. Sieht man hier schon die ersten Risse. Deshalb, Vincent, das nächste Mal einstreichen. Ich habe doch Ankersäul da. Wat. Naja. Aber wieder mal akkurat von dem lieben Vincent gemacht. Gut, die Eiche ist verräumt. Dann schreite ich mal zur nächsten Tat hin. Gucken wir, was noch gibt, bevor der Regen kommt. Ja, aber man kann ja auch noch mal ein bisschen was zu den aktuellen Protesten sagen, beziehungsweise der Demo gestern in Berlin. Ja, war einiges los. Also ich selbst war nicht da. Hab vieles verfolgt. Wahnsinn, was da ging. War auch schon ja, eine aufgeheizte Stimmung, aber ich glaube trotzdem, alles in allem, was man so mitgekriegt hat, eine faire Geschichte. Bis auf ein paar Misthaufen, die da anscheinend hinten noch irgendwo an die Reifen hingen und da verloren gingen, wer weiß. Ja, das ist echt schwierig, vor allem ein Schlag ins Gesicht dann am gleichen Abend noch die Meldung, dass die Regierung an den Maßnahmen festhalten will.
Das ist ja schon fast eine Kampfansage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Meine Einschätzung ist, das geht weiter. Also da wird es nochmal. Das wird nicht vorbei sein jetzt. Die werden sich auch nicht jetzt darauf einlassen, dass es einfach so weg ist. Und ich glaube nicht, dass man auf irgendwelche. Ja, ich hoffe nicht, dass man irgendwelche Kompromisslösungen dann als Erfolg ansieht, aber ich bin echt gespannt. Es ist auch hier schon in unserer Gegend sehr viel solidarisiert sich und organisiert sich, dass auch einfach kleinere anhaltende Demos stattfinden. Ich hoffe wirklich nur, dass es in dem Rahmen bleibt, dass es für alle fair ist und ja, wir nicht die nächsten Klimakleber sind, die dann irgendwann alle auf den Sack gehen, sondern dass es ernst genommen wird und so einfach nicht geht, liebe Regierung. So nicht. Aber auch zum Thema Solidarisierung mit AfD und so weiter. Also es wird schon wieder so viel geschrieben und so viel Blödsinn. Es ist total wurscht, welche Partei da dran ist. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, dass jetzt alle, die da demonstrieren, die AfD gutheißen, weil die halt jetzt gerade auf den Zug aufspringen und das natürlich hernehmen, um Wählerstimmen zu fangen. Ich glaube, es ist total egal, um welche Partei es geht. Es geht jetzt gerade einfach nur darum, die, die gewählt wurden, machen Mist. Und ob das dann am Ende mal im Horrorszenario wirklich mal die AfD wird, auch wenn die Bock bauen, muss dagegen aufgestanden werden. Also es hat nichts damit zu tun, meiner Meinung nach nichts damit zu tun, jetzt absolut in die rechte Ecke zu gehen, sondern es geht jetzt einfach nur darum, dass die, die jetzt entscheiden und die, die vielleicht auch schon die letzten Jahre entschieden haben, das ist, denke ich, ein strukturelles Problem und das Struktur machst du ja nicht in 2 Jahren. Obwohl die schon sehr viel Hauruck-Aktionen gemacht haben, die einfach beschissen, bescheuert sind. Deswegen, es geht nur darum, die, die jetzt entschieden haben, die haben Mist gebaut und gegen diese Entscheidungen wird protestiert und demonstriert. Und da hoffen wir einfach, dass da einfach eine Lösung kommt, die besser ist als die, die wir jetzt haben. Ne? Also dranbleiben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt ist dann hoffentlich erstmal Weihnachten. Und dann schauen wir weiter, was zwischen den Jahren oder im neuen Jahr dann geht, Leute. Ist nicht mehr viel passiert vor dem großen Regen. Mei, 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 ist das ja wieder, hey. Unglaublich, was es die letzten doch runtergehauen hat. Und windig wie Sau. Aber ja. Wird schon werden, ne? Jetzt kriegen die Jacks mal ein bisschen was zum Füttern. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was.
Es ist jetzt ein Tag vor Weihnachten. Die Woche ist schneller vergangen, als ich dachte. Also viel geschafft, aber halt draußen war eigentlich bei dem Wetter nichts mehr möglich. Ich habe die Eiche noch verräumt, einen Tag später ist es sauber wieder losgegangen. Jetzt steht hier alles unter Wasser. Wir haben Weihnachtsfeiern gehabt und ja, alles herrichten halt für Weihnachten. Das heißt, die Woche ist rum. Jo, ansonsten geht es hier allen gut. Politisch, denke ich, habt ihr auch mitbekommen, ist einiges passiert. Rückhalt ist weiterhin groß, finde ich. Und es wird auch weiterhin im größten Teil ordentlich und sauber die ganze Sache gemacht. Natürlich gibt es immer ein paar Ausreißer, aber dafür muss man die ganze Sache nicht schlecht reden. Ansonsten, wir werden uns hier auch weiter dezentral schön beteiligen. Aufgerufen ist jetzt offiziell vom BBV und LSV ab dem 8.1. zu einer Aktionswoche. Und ab dem 15.1. dann wieder Großdemo, glaube ich, dann in Berlin. In dieser Aktionswoche wird es dezentral, unter anderem auch in Nürnberg, Stuttgart, ich weiß nicht wo, überall Veranstaltungen geben. Ich blende es vielleicht ein, den Flyer, den ich da gefunden habe, vom BBV ist der, glaube ich, oder LSV, ich weiß es nicht. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin da ein Freund von konstruktivem Austausch. Jetzt nicht unbedingt von radikalen Lösungen. Also ich denke zu Themen. Es ist rein meine Meinung und ich möchte damit andere Meinungen nicht als falsch erklären. Ich habe die Weisheit auch nicht gefressen, aber denke ich mir halt jetzt so mit dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe und so wie es mir jetzt gerade geht und morgen kann alles anders sein. Aber ich denke mir mal, es ist keine irgendwelche Neuwahlen oder Ampel weg oder sonst irgendwas, glaube ich. Das ist... ist auch nicht Sinn und Zweck der Lösung. Das ist natürlich ein Riesenfrust, der da auf einem sitzt. Und dann fordert man sowas, dass das einfach weg soll. Aber die Frage ist, was gibt es dann für Möglichkeiten? Ich versuche das Wort nicht in den Mund zu nehmen, was es noch anstatt dieser Möglichkeit gibt. Weil, was willst du denn dann machen? Was hast du denn von Neuwahlen? Gibt es was Besseres? Also, was Besseres? Gibt es was zielführender ist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn es da irgendwelche Alternativen gibt, mit denen will auch niemand in der Koalition gehen, dann hast du wahrscheinlich eine Stöpselei aus ganz, ganz vielen kleinen oder ganz, ganz vielen Parteien zusammen, hast du bloß wieder einen Wurstsalat. Also deshalb, ja. Frust ist groß, das verstehe ich und... man liest auch immer ganz viel harte Kommentare und das verstehe ich auch teilweise, aber am Ende, was bringt's denn? No? Wir müssen, glaube ich, konstruktiv an der ganzen Sache arbeiten. Wir müssen einfach zeigen, dass es so nicht weitergeht, dass man so nicht mit uns Bauern und auch nicht mit anderen Berufsgruppen und einfach auch mit den Bürgern so umgehen kann, dass man Versäumnisse, die der Staat gemacht hat, jetzt weiter auf uns ablädt und viele halt der Meinung sind, dass vielleicht andere Dinge unsinnig sind, die passiert sind. Deshalb, da glaube ich, muss man nicht zu radikalen Lösungen greifen. Das geht auch so. Weil ganz, ganz wichtig, liebe Berufskollegen, liebe Landwirte, ist, dass wir wirklich alle Leute im Boot behalten. Und nicht irgendwie halt ja, abgeschoben werden zu irgendwelchen radikalen Gruppen und dass es dann einfach nur eine Randerscheinung bleibt und wir ganz, ganz böse sind. Deshalb, ich werde jetzt auch verzichten, kurz vor Weihnachten noch irgendwelche an irgendwelchen Autobahnauffahrten mit zu sperren, weil das ist mir jetzt tatsächlich vor Weihnachten, war ich sagen, zu radikal. Ich glaube, die heute noch unterwegs sind, die haben einen Grund, die wollen noch ein schönes Fest haben und das bringt uns gar nichts. Wenn ich jetzt die Autobahnauffahrt blockiere, und die Mutti, die noch die letzten Einkäufe machen will, oder der Vati, der den Weihnachtsbaum holen will, sehr viel Klischee in diesen Sätzen, wenn ich die in Stau stecke und die so einen Hals kriegen, weil eh schon viel los ist und dann kommen noch die Bauern daher, da glaube ich, haben wir nichts gewonnen, weil der kann nichts dafür, der Vati, ne? Der da seinen Weihnachtsbaum holen will, der kann für diese ganze Misere nichts. Und dass da jetzt ein Herr Scholz oder Habeck zufälligerweise an der Autobahnausfahrt steht, I don't think so. Deshalb, ja. Aber, mei, wir werden sehen, was die richtige Lösung ist.
und hoffen, dass es irgendwie zu einer guten Sache kommt. Wir freuen uns erstmal auf Weihnachten. Eine Sache habe ich auch noch für euch. Für euch ist auch heute gerade Weihnachten. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten. Ich habe noch zwei kleine Sachen für euch. Und zwar, das eine ist, ich habe mich ja riesig gefreut. Hier, Regenjacke aufmachen. Oh nein, ich habe es ein bisschen verknickt. Ich habe es euch ja schon im letzten Video gezeigt, was es mit dieser Weihnachtskarte auf sich hat. Die ich bekommen habe, die habe ich von einem lieben Kunden bekommen, der bei uns Fleisch bestellt hat, per Versand. Und dann kriegst du auf unseren Karton mit Isoliermaterial, hochwertigst Hemm aus Stroh und Kühlakkus und dann wird das Fleisch gekühlt versendet. Der junge Mann, der liebe Matthias, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Sowas freut mich immer riesig. Hat mir diesen Karton inklusive Isoliermaterial wieder zurückgeschickt. Mit dieser kleinen Karte dazu, dass es doch sinnvoll wäre, diese Verpackungen wieder zu verwenden. Weil die meisten, denke ich, oder ich weiß es nicht, aber ich denke mal, die meisten schmeißen es weg. Für was brauche ich so eine Isolierverpackung, die für so einen, nur für diesen Karton quasi geeignet ist. Und habe mir das da wieder zurückgeschickt mit einem lieben Gruß auf seine eigenen Kosten. Und auch so noch dazu geschrieben, es wäre doch cool, wenn ich das euch anbieten würde als kostenlosen Rückversand. Und das werden wir auch im neuen Jahr tun. Da beschäftige ich mich jetzt gerade damit, wie es möglich ist, über einen Versanddienstleister sowas so einfach wie möglich zu machen. Ich habe nur nichts gefunden, dass ich so als kleiner Versender einfach so Retouren-Labels mit reinpacken kann, die dann quasi ja nur verrechnet werden, wenn jemand das auch einlöst. Ich möchte nicht per se einfach da 5, 6, 7 Euro reinlegen und die braucht dann auch keiner. Deshalb ist jetzt mal die einfachere Lösung oder die schnelle Lösung, aber auch die, wo ihr halt auch was machen müsst, dass ich dann einfach einen schönen Zettel mit reinlege und sage, Leute, das Beste ist, wenn ihr dieses Ding wiederverwendet, dann ist jedem damit geholfen, aber wenn ihr es nicht braucht, dann schickt es an mich zurück, kurze Nachricht, kurze E-Mail an mich, dann kriegt ihr ein Retouren-Label von mir. Also das wäre ja dann auch die B-Lösung. Also vielen, vielen Dank, Matthias, für diesen tollen Tipp. Das werden wir umsetzen. Finde ich eine saugeile Idee. Weiß ich gar nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. Warum man dieses Ding nicht wieder zurückfordert. Weil es eigentlich nur für diesen einmaligen Gebrauch von mir passt. Es ist der Weihnachtsabend. Jetzt, wo ihr die Folge seht, ist es wahrscheinlich, ich hoffe mal so 22, 23 Uhr. Ihr habt einen schönen Weihnachtsabend mit euren Lieben gehabt, habt schön gespeist und euch beschenken lassen. Und jetzt könnt ihr auch euch aufs Sofa flacken und die Folge hier anschauen. Ich möchte mich bei euch bedanken für dieses tolle Jahr, für die Unterstützung hier auf YouTube, auf Instagram, Fleischbestellungen oder nur einfach schöne Stunden, die man hier hatte. Dafür möchten wir, die Jacks, meine Familie und alle Danke sagen. Wir wünschen euch erstmal ein wunderschönes, gesegnetes Fest. Habt eine tolle Zeit, kommt runter, vergesst den ganzen Trubel, der hier in der Welt abgeht. Jetzt ist erstmal Ruhe und Frieden zu Hause angesagt. Das ist mal das Wichtigste. Ich möchte mich bei euch bedanken und möchte euch auch was schenken. Deshalb, aber ohne Fleiß kein Preis, ihr müsst was dafür tun. Deshalb möchte ich euch ein paar leckere Jacksachen zukommen lassen. Aber dafür müsst ihr eine Frage beantworten. Wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, wie viel Jacks wir aktuell heute am 24.12.2023 haben. Wie viele Jacks sind hier bei uns auf dem Hof? Wenn ihr mir die Frage beantworten könnt, und das, was im Gefrierschrank liegt, zählt nicht mehr. Wenn ihr mir diese Frage beantworten könnt, dann schicke ich euch ein wunderbares Päckchen feinsten, hochwertigsten Jackschinken. Ich würde sagen, wie viel machen wir? Ich würde sagen, es gibt drei Gewinner. Wenn ihr die richtige Antwort habt, geht's. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die ersten drei mit der richtigen Antwort kriegen ein Päckchen Schinken von mir zugeschickt. Ich werde euch dann anschreiben. Und die Auflösung gibt's dann aber erst im neuen Jahr, in der Neujahrsfolge. Aber wie gesagt, wie viele lebende, freilaufende Jacks haben wir hier auf dem Hof? Schreibt die Antwort in die Kommentare. Der die Antwort hat oder am nächsten dran ist, die ersten drei bekommen jeweils ein Päckchen Schinken. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir beenden die Woche für heute.
Wir beenden auch das Jahr, glaube ich, für heute. Ja, die nächste Folge wäre am 31. Sonntag, der 31. Da werde ich aber nichts machen. Das ist, glaube ich, auch kontraproduktiv. Keiner wird am 31. Abend um 18 Uhr, die wenigsten, auf die Idee kommen, meinen Vlog zu schauen, auch wenn es mich sehr ehrt. Deshalb werden wir eine Neujahrsfolge machen. Und am 1. Januar, am Montag, gibt es dann wie gewohnt um 18 Uhr, oder vielleicht auch ein bisschen früher, schauen wir mal, ich überlege es mir noch, eine Folge Weidejagd im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wir haben viel vor im nächsten Jahr. Wir werden jetzt auch einfach mal die Füße hochlegen, 2-3 Tage, uns die Bäuche vollschlagen und ja, Zeit zu Hause verbringen und natürlich bei den Jags. So, und wünsche euch schöne Feiertage. Habt einen guten Start in die neue Woche. Habe ich dir recht.